bin ich schon im Bild. Na wunderbar. Wunderschönen guten Morgen. Also zumindest ist es das für uns. Es ist nämlich gerade einmal 9.09 Uhr am 27. Juli. Früher die wenigen, aber dafür sehr geschätzten Seher von Romans Kanal, der heute einmal mit einer Kamera ist, hing hier immer ein Werbeplakat von der österreichischen Verbrecherpartei, für die gilt auch nach über 40 Monaten Politirrsinns natürlich nach wie vor die Unschuldsvermutung, das heißt, wir nennen sie einfach kurz ÖVP. Und ja, das hat sich jetzt erledigt. Auch unser dynamischer Harry will nicht mehr für die nächste Wahl antreten. Der ist dann also sozusagen auch ein bisschen weg vom Fenster. Und das stimmt mich eigentlich, obwohl ich keinen Schlaf hatte, weil ich heute nach dem Dienst durchgemacht habe. Deswegen die frühe Uhrzeit. Etwas glücklich. Glücklich stimmt mich auch, dass der Roman einen Kameraschwenk machen kann. Wir sind heute nämlich ausnahmsweise mal nicht nur zu zweit, sondern wir sind jetzt schon eine echte Versammlung, sind jetzt schon zu dritt. Wir haben den Darian mit am Start. Servus, grüß euch. Und ja, da kann man übrigens immer noch spenden und unterstützen. Da wird der Roman passendes Material einblenden. Ich werde jetzt die Verdunklung abnehmen, weil wir werden jetzt sehr zu meiner Freude in einen kühlen und dunklen Tunnel gehen. Blöderweise nicht zum Schlafen, wie mir das eigentlich sehr liegen würde. Sondern wir sind am Weg ins Zentrum bei aktuell, der Roman hält fest, 14 Grad und klarem Himmel. Zur Erklärung nochmal, wir haben den 27. Juli. Ihr wisst, das ist diese Zeit, wo wir alle verbrennen, verglühen, wo sich laut ORF-Journal Bäume bei 40 Grad selbst entzünden. Den Beitrag, auf den ich da anspiele, könnt ihr euch anschauen beim Thomas Breit bei der neuen Normalität. Und ja, wir haben 14 Grad, deswegen sind alle bis auf den Darian, der glaube ich immer noch erhitzt vom Zorn seines Rechtsstreits ist, nur mit einem Bulli oder einer Jacke unterwegs ins Zentrum. In Salzburg wird ja aktuell, und die wenigen Seher werden es gesehen haben, gerade die Festspiele zelebriert. Man könnte jetzt da lang und breit reden, ob das eine Ironie des Schicksals ist, wenn sich die Reichen und Schönen dieser Welt in Salzburg einfinden, um sich das Sterben des reichen Mannes unter anderem anzugucken, wodurch jedermann oder fast jedermann in Österreich und natürlich auch jeder Frau und jeder divers ein bisschen unter der Teuerung leidet. Es gäbe da natürlich auch sonst viel zu berichten, also zum Beispiel, dass die Sozis einmal wieder richtig gut mit dem Geld umgegangen sind, also zählen und so richtig toll. Da sind jetzt einmal 5,3 Millionen bei der Arbeiterkammer weg, macht aber nichts. Und ja, jetzt haben wir die Wettervorhersage für den nächsten Tag versandt. Und ja, da wird es jetzt mit Greenpeace eng wegen Plastik. Und da holen wir uns jetzt eventuell ein kurz Report. Dann höre ich nämlich gleich einmal auf, selbstverliebt zu plaudern. Und komm ein bisschen zu einem Koffein. Ja, Roman, hast du zufälligerweise Kleingeld? Ich hab nur noch Großgeld, ich bin ein großer Junge. Ja, das Fünfer? Das Problem ist, der nimmt Scheine auch, oder? Na ja, also, wenn du mir sagst, wo ich ihn reinstecken sollte. Na ja, haben die großen Jungs das Nachsehen. Gut, dann werden wir das später woanders erledigen. Gesundheit. Alte Widerstände, lass noch ein Corona raus. Nein, ich glaube, du hast die einfach nur bei den tiefen Temperaturen von roundabout 9 bis 10 Grad heute Nacht. Ja. Eventuell beim offenen Fenster in der Erwartung, dass wir ja doch alle im Bett verbrennen werden, ein bisschen verkühlt. Ja, also ein kleiner Hinweis an die Gastro Society Firma Dahlmeier, die diesen Automaten hier aufgestellt hat. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn man da vielleicht einmal einen Schein auch reintun würde. Sie werden das mit einer Chipkarte ersetzen. Ich wollte gerade sagen, dann könnte man nämlich das gute alte Bargeld kurz vor der Abschaffung vielleicht doch noch ein bisschen unterstützen. Aber ja, mein Gott, es ist halt schwierig in dem Land.
Der Hautaler verkauft auch nach wie vor stylische Klamotten, diesmal aber wenigstens kein Kinder-E-Bike mehr für horrendes Geld. Dafür gibt es jetzt eine 0,0% Finanzierung, wahrscheinlich für das Schickeral gerade. Ich verliere mich schon wieder total, weil das jetzt mit dem Koffeinschock da nicht funktioniert hat. Ja, der Darian verleitet uns zum Smalltalk, weil wir auf ihn gerade warten. Genau, der ist nämlich da quasi mal kurz abgebogen, um, ja, wie soll man das sagen, vor lauter Aufregung die Blase zu leeren. Kann sie aber quasi nur noch um Stunden haben. Dann kann ich ja schon mal erzählen, was wir heute eigentlich machen, bevor jeder irgendwer sagt, ich bin da selbstverliebt am Reden rum und ich muss einen Schritt zur Seite machen. Dann naja, frag mich gerade noch, welchen Schritt. Echt oldschooligen Fahrrad, das gefällt. Jedenfalls, die Festspiele haben begonnen. Der Roman und ich haben ja zum Premierentag ein kleines Special gemacht. Das ist auch schon ein bisschen angeguckt worden. Es ist natürlich nicht so oft angeguckt worden wie unser Ü18-Video von der Erotikmesse. Aber es war natürlich auch zu erwarten, dass ein bisschen nacktes Fleisch wahrscheinlich viel spannender ist, wie das, was am 20. Juli irgendwann einmal passiert ist. So ist es halt. Das ist der Darian jetzt in die Schüssel gefallen. Und Sie auch? Was wollen Sie auch drauf? Sie können heute halt gerne das da werden. Das ist ganz schön aggressiv, was Sie machen. Also ich finde, wenn Sie die Kamera angreifen, sollten Sie die Kamera aggressiv. Auf Sie, ich kann auch ein Bild von Ihnen machen. Ganz hervorragend, können Sie gerne machen. Mache ich gerne. Sie sind ja stehen geblieben, wollten Sie ja wissen. Na, ich habe ja nicht Sie aufgefordert. Ich muss mich in Position bringen. Sie können gerne weiterreden. Haben Sie mich aufgenommen? Das war die Frage. Oder? Ja, natürlich, Sie haben ja auch danach gebettelt. Nein, ich habe nicht danach. Ja klar, Sie sind stehen geblieben und haben danach gehascht. Wird das mit dem Foto noch, weil ich hätte dann schon noch was zu tun. Ich habe die Zeit damit, ganz einfach. Ja, das machen Sie. Ja. Und Tabletten nicht vergessen, Psychopharmaka. So, nachdem wir jetzt eine kleine lustige Unterbrechung gehabt haben, einer, ja, Darian, immer wenn du nicht dabei bist, passieren die spannendsten Geschäfte. Ne? Jedenfalls schlendern wir jetzt mitten ins Zentrum der Festspielstadt. Wie gesagt, da gucken sich die Reichen ironischerweise wieder das Sterben vom reichen Mann an. Und da vorne sehen wir schon Polizei am Start, da kann die Dame, die jetzt so unglaublich gestört durch unser Interview war, gleich hingehen und Anzeige erstatten, weil sie eventuell nach eigenem Betteln in unserem Video gelandet ist. Wir wollten es eigentlich da gar nicht haben, aber egal. Wir halten fest, Salzburg ist zurzeit aber nicht nur Festspielstadt, sondern was ganz viele Leute gar nicht am Schirm haben, aktuell ist in Salzburg und die Beflaggung auf der Staatsbrücke ist einmal mehr ein kleiner Hinweis dafür, Host City, um das mit einem schönen Anglizismus zu besprechen, von der Salzburg Summit 2023 Zusammenkunft. Und, naja, schau was, Finanzpolizei, Kap einmal. Da hinten stehen die Cops, da stehen die Cops, da war die Finanzpolizei, Kap einmal. Ja, jedenfalls Salzburg Summit 2023. Der Roman wird zwei Sachen dazu verlinken, um was es sich handelt. Es geht da quasi, dass man die hohen Köpfe zusammengesammelt hat, um über die Zukunft Europas zu beraten. Das Ganze unter dem Protektorat der IV, soweit ich weiß, also der Industriellen Vereinigung. Da sind unter anderem am Start unser Kanzler, unser Arbeitsminister, der Herr Kocher, ihr wisst schon, der so gerne Damenpopöchen von der Frau Edtstadler, die natürlich auch zugegen ist, fotografiert. Ja, in weiterer Folge ist dann dabei, weil es geht ja wie gesagt um Europa, der türkische Finanzminister,
bin mir nicht sicher, ob der jetzt schon direkt in der EU angekommen ist, aber das ist natürlich wieder nur, weil ich so bildungsfern bin. Dann ist weiters am Start natürlich ein Vertreter vom WEF, also vom World Economy Forum. Dann haben wir die Außenministerin Singapurs, also vielleicht bin ich jetzt wirklich bildungsfern, aber ich glaube, das ist ein bisschen weg von Europa oder der EU. Dabei ist dann weiters einmal mehr die Präsidentin der Republik Moldau. Der Republik Moldau und aus der schönen fernen Hauptstadt hat die TU Wien einen Fachmann für, wie heißt es so schön in Fremdsprache, Biochemical Engineering gesandt. Und ganz nebenbei ist auch noch Wilfried der Weitsichtige dabei. Wo fliegt ein Himmeltraktor? Das heißt, wir sind am richtigen Weg. Und ja, neben Wilfried dem Weitsichtigen haben wir dann natürlich auch noch die Präsidentin der Salzburger Festspiele und einen Quantenphysiker und ein paar andere Leute. Ja, eine bunte Mischung und jeder kann sich jetzt selber zusammenschwurbeln, was bei so einer Mischung rauskommt, wenn da unsere Verfassungsministerin, die Ungeimpfte aus dem Land verweisen wollte, unser Kanzler, der ja in Sicherheitsfragen rundum relevant ist und am liebsten mit der Flex über die neue Normalität spricht, am Werk ist, wenn Wilfried der Weitsichtige dabei ist, ja, und so ein bisschen Biochemical Engineering finde ich grundsätzlich immer super. Pharmavertreter sind natürlich auch dabei, in Form von Sponsoring. Ja, wie gesagt, das WEF ist dabei. Und das findet so hinter den Kulissen statt. Und deswegen ist unter anderem anscheinend auch die Frau von der Leyen, also die EU-Kommissionspräsidentin, am Start. So, da werden wir jetzt einmal kurz überholen. Und die ist, so munkelt man, im Hotel Sacher abgestiegen. Ist allerdings nicht bei den Speakern aufgelistet, wie ihr in der verlinkten Liste sehen könnt. Aber ja, so ist es halt. Die zieht da auch irgendwo im Hintergrund ihre Fäden und will anscheinend, wenn es denn wahr ist, heute als Stargast neben dem Herrn Van der Bellen, der ja ebenfalls eine Debatte über die Normalität wieder losgetreten hat und sich ausnahmsweise mal wieder zu Wort gemeldet hat, hier und heute auch erscheinen. Und ja, nachdem der gute Mann ja meistens schweigt und wenn er was sagt, wir nicht so ganz zufrieden damit sind, es liegt vielleicht auch daran, dass er letztendlich hier bei seiner Wiederwahl lediglich von knapp einem Drittel der österreichischen Wähler bestätigt wurde. Und ja, wir werden uns einmal anschauen, ob es hier und heute einen tollen Empfang gibt, ob man da vielleicht ein bisschen festhalten kann, was die Systemmedien nicht zeigen oder später dann einfach ohne Ton abspielen, nämlich dass gepfiffen oder gebuht wird. Ich gehe allerdings davon aus, dass die Meute, die das tun wird, eher klein ist. Und der Roman wird es auf alle Fälle einmal für die Nachwelt festhalten. Und ich habe damit jetzt genug geplaudert, gequatscht und selbstverliebt irgendwo neben der Kamera einen Morgenspaziergang gemacht. So, da könnte man jetzt eventuell Getränke kriegen. Getränke hörst du dann? So, wir haben uns jetzt frisch mit Getränken eingedeckt. Ich habe es wagemutig zu den Temperaturen gemacht mit einem Tropical, also vielleicht
funktioniert es einfach mit der Selbstentzündung. Und wir machen jetzt einmal einen kleinen Lokalaugenschein rund um den Dom. Und du das sagst, da sind sie wieder eingepfercht für die Schafe nachher in diesen kleinen Gatter. Vergatterung! So, also wir halten einmal fest, das Mauereck Domkreuzes gut gesichert mit einem VW-Bus. Ich gehe jetzt gar nicht auf dieses VW-Problem ein, dass da inzwischen gemeint ist, dass Feuer am Dach ist und so. So. Was ist TKF? Ja, Telekommunikation und Funk Salzburg. Das ist sozusagen die ORF-Variante der Exekutive, oder? Alles gut. Wir sehen jedenfalls viele, viele Zivilfahrzeuge. So, da haben wir jetzt nur Werbung für den Jedermann, den sich keiner mehr leisten kann. Das ist dann die berühmt-berüchtigte Bühne des Salzburger Jedermann. Auch gut geschützt. So. Heute haben wir lauter Gäste und zwar von der Polizei, wie man sieht. Ja. Da werden wir noch ein paar mehr haben. Für alle Seher aus der kritischen Abteilung, die unsere sonntäglichen und montäglichen Spaziergänge stets als zu teuer angesehen haben, sei an dieser Stelle bemerkt, das geht auch auf Kosten vom Steuerzahler. Und ich glaube, das kostet auch Geld. Ich glaube sogar fast ein bisschen mehr, wenn die Funders kommen, ne? Als wenn ein paar rüstige ältere Damen gegen eine Impfpflicht, gegen das Drangsalieren ihrer Enkelkinder und dergleichen irgendwas unternehmen. So. Oh, schon mal dort bei VW waren, habe ich letztens in irgendeinem Video angemerkt, dass Audi bereits als mieser Sponsor abgetan wird vom Aktionsbündnis Mobilitätswende Salzburg. Ja, alles ist vergänglich, alles rostet. Ja, in Rust we trust. So, da haben wir jetzt dann quasi die Zeltstadt mit Bühne, wo man dann quasi für den gemeinen Pöbel Gratisaufzeichnungen auf der Leinwand darbietet. Frei nach dem guten alten System Brot und Spieler. Macht natürlich auch unglaublich viel Freude beim Salzburger Wetter, also wenn ich mir das heute da so anschaue. Aber ja. Ich halte fest, die Rückseite des Doms oder die rechte Flanke des Doms ist tatsächlich ein bisschen ungeschützt diesmal. Es ist auf der anderen Seite waren sie wachsam. Ah, ja, natürlich. Ich hab mal was Sorgen gemacht. So. Rund um den Dom, damit wir dann rechtzeitig beim Gader sind. Wenn dann da militärisch mit großem Tamtam der erste Mann im Staat zu den Untertanen winkt, wachelt. Für reden wir da nicht, vermutlich.
So, da sind wir weiterhin gut geschützt. Ah, die MT. Damit natürlich die Herrschaften, die die militärischen Ehren da machen, auch nicht über die Stränge schlagen, ist auch die MP vorhanden. Ja. Da haben wir die Men in Blacks unterwegs. Die Men in Blacks, die sich jetzt zusammenrennen, weil sie uns gerade erblicken. Aber es werden es immer mehr. Ja. Sieht man mal auch am frühen Morgen, bimmelt die Welt schon rein. Und in Nein, es ist kein Schwurblerfunk. So, jetzt stecken wir eigentlich mitten im Karree, wo wir gar nicht hin sollen, oder? Wir sind die Ersten, die was bejubelt werden. Ja, so schaut's aus. Menge tobt. So. Irgendwer pfeift da. Ja, ja. Die Polizei weiß nicht, wie sie die Massen von uns jetzt zurückhalten sollen. Also wir sind auf alle Fälle schon mal um eine ganze Mitstreiterin reich. Aber wir werden dich jetzt zu deiner Nettpracht nur ein bisschen ausstaffieren, wenn ich darf. Du, ich hätte ein paar, wenn es ist dazu gern bei Zetteln mitgebracht. Ja, natürlich, aber lass mich doch erst einmal in mein Zettel lesen. Hallo, hallo. Sind wir schon fünf? Schau, wie du sagst, so schnell geht's. Ja, wieder mal. Ja, sieht man mich auch wieder mal, gell? So, hoffentlich. Mach's jetzt auch nicht. So. Du bist ja immer nur jeden Sonntag, gell? Yes. Nachdem ich ja kein Triptäter bin, der an Frauen rumtatscht, macht sie das da selber fest? Was, ich tatsch schon, das ist wurscht. Darf ich, oder? Darf ich, frag ich erst nachher. Ja. Darfst du tatschen? Nein, nein, es ist so viel Spaß wie eigentlich gar nicht am Tag. Ich weiß nicht, ob es so Spaß ist. Und kennen wir denn die Verbrecher? Naja, also offiziell ist um 11 quasi. Roman, wo sollen wir denn bei dir hinpoppen? Ja, aber 11 nirgends. Genau. Also geh davon aus, dass das hier. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag. Also, da ist auch ein Tisch von Sprüppel, gell? Ja, ja. Haben wir gedacht? Wir üben schon für den Auftritt. Du machst schon Parade, oder? Du musst schon Buh rufen üben. Hi. Buh! Buh! Klar, no see. Umso schöner ist es. Ja, da genau den Tag, wo es eigentlich Herrn van der Bellen am Hubschrauber. Im Hubschrauber? Ja. Ja, das ist der grüne Gedanke. Sollten Sie strafbare Handlungen vorhaben? Ganz Tag nichts anderes. Du schlechter allein zu? Es gibt keinen schlechten. So, Hammer, Hammer, Hammer. Den haben wir noch nicht. Nein, ich mag sowas nicht. Was ist denn das? Achso, ja, schon allein zu. Jetzt ein Hallo, jetzt. Widerstand sieht anders aus.
Das ist einmal der Vorteil, wenn man einen trainierten jungen Mann mit Sixpack hat, dann kann man das Ding drauf pflanzen. So, wo ist unser Schwurbler-Tisch? Na ja, dann schwurbeln wir doch da mal auf. Bitte außen gehen und nicht über den Zaun hupfen, sonst haben sie wieder Terror. Du Oberschwurbler, nimm mal dein Getränk. Ich muss ja da noch einen loswerden, oder? Ja. Ich weiß, man hat mich nicht gehört. Ich habe gesagt, schau Roman, ich glaube, du hast hier ein schön laminiertes Dokument gemäß § 54 Absatz 5 Sicherheitspolizeigesetz, wo jetzt da quasi heute wieder überwacht wird. Film das doch mal ab, damit die Daheimgebliebenen sehen können. Für die daheim dahinter gebliebenen. Naja gut, also der Protestteil unserer Mitstreiter aus der fernen Bundeshauptstadt ist nicht gekommen. Nein, das liegt nicht, weil sie mit Macheten zerstückelt wurden, auch nicht, weil sie in der Hitze verglüht sind, sondern die sind so nahe an der Hofburg, die konnten dort jeden Tag unglaublich Stimmung machen. Ich persönlich glaube, dass dem nicht so ist, aber egal. Und deswegen ist es da jetzt eher mal eine Salzburg-Veranstaltung. Schau, 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 jetzt hat das Bundesheer schon Ambulanzwagen in Weiß. Ah, irgendwas passt mit meiner Belichtung an. Okay.